Hallo YouTube, schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Adventskalender Haus Nummer 22. Ja, wir haben nicht mehr viele Tage und dann ist es auch schon soweit. Dann ist unser kleiner Deutz D30 fertig. Und ich mache jetzt mal hier das Päckchen auf. So, erstmal hier Zettel weg. Brauchen wir nicht mehr. Wie ihr ja seht, hier steht er ja schon. Ne? Also unser kleiner, feiner Deutz. Ich bin sehr begeistert davon. Ja, die Teile, die kaputt gegangen sind, die kommen natürlich nach. Und sobald die dann da sind, werde ich sie natürlich auch einbauen. Das werde ich aber dann auch im Offstream machen. Also so, dann das kriegt ihr dann nicht mit. Dann mache ich es fertig. Und sobald es, wie gesagt, wenn es da ist, haben wir es dann aus. So, jetzt gucken wir. Lenkrad. Irgendwie noch eine Kappe. Ich weiß nur noch nicht wofür. Und ich glaube, das ist der Aufsatz fürs Lenkrad. Cool. Ja, das ist ja mal sehr nice. Weiß ich nur noch nicht, wo kommt das hin? Hier. Die Kappe. Das verstehe ich nicht. Okay, also. Ich stelle ihn jetzt mal hier rüber. So. Das kommt weg. Zack. Also. Lenkrad. Ja, da müssen wir noch ein paar Sachen abmachen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Dann ist das hier, würde ich sagen, die Lenkradhalterung. Jetzt gucken wir uns das mal von unten an hier. Ja, das ist die. Das soll die Lenkradhalterung wahrscheinlich darstellen. Mal gucken, wie das festgeht. Und dann haben wir noch was Goldenes. Aber ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, das Goldene, das kommt vielleicht da oben drauf. Also. Ah, das Goldene kommt da oben drauf. Okay. Ja, sehr nice. Okidoki. Und da kommt dann auch ein Deckel drauf. Also es wird wahrscheinlich der Tacho sein. Okay. Also, machen wir uns an die Arbeit. Und machen den ganzen Spaß da mal fertig, ne? Machen wir jetzt das Lenkrad an. Oh, ich freue mich. Sehr, sehr schön. Ja, und dann ist auch schon bald Ende, also. So, einmal Lenkrad. Wenn ich nicht ganz im Bild bin, liegt das daran, dass ich meine Sachen hier hinten liegen habe. Unser Werkzeugköfferchen. Ne? So, dann schneiden wir den mal hier auf. Mal gucken. Können wir den hier irgendwie aufschneiden? Den noch, also hier Gold fürs Tacho. Ja, ab im Müll damit. Und die Halterung fürs Lenkrad. Ja. So ein paar Sachen müssen wir natürlich noch festkleben. Das werde ich aber, wie gesagt, auch im Offstream machen. Das werdet ihr dann nicht mitbekommen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Steht ja genau nämlich da drüber, wo er nicht hin soll. So, den erstmal hier in den Müll. So. Dann kommt der kleine goldene Pin. So, der kommt da drauf und das ist echt nicht viel und Lenkrad da drauf.
Oh, das ist nicht so toll. So. Nee, auch nicht. Also muss man schon. Nur leicht aufstecken. So, das war's schon. Lenkrad dran. Und dann haben wir's. Cool. Und wie wir sehen, er nimmt halt auch immer mehr Form an. Aber das gefällt mir nicht. Warum geht der denn immer wieder ab? So, ja, da ist er. Ne? Können wir nochmal hoch machen, falls man da unten dran muss. Wie gesagt, die Gangschaltung, das kommt alles. Die Sachen sind bestellt bei Revell. Und dann können wir morgen, spätestens übermorgen, haben wir den Kleinen dann fertig. Bauen dann noch die nachbestellten Teile dran. Und das war's auch schon wieder. Und ja, die Folgen werden immer kürzer wieder. Gestern hatten wir mal eine lange Folge, heute gab es dann noch mal eine große Folge und das freut mich dann doch sehr. Und ja, ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, es ist alles tatsächlich außerhalb des Streams aufgenommen. Ne? Einfach, weil es zeitlich nicht anders passt, aber das macht auch gar nichts, denn so wisst ihr, wie, was, wann, wo aufgenommen wurde. Na gut, aber das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst eure Kommentare, wenn es gefallen hat. Daumen hoch natürlich und ansonsten Glocke abonnieren, damit ihr immer wisst, wann es was Neues gibt. Morgen Abend dann 18.15 Uhr wieder eine Folge unsere kleine Farm und dann gegen Abend der Livestream wieder mit den Aufnahmen für die nächsten 3 Tage und Freitag gibt es dann wieder den Livestream für die nächsten 4 Folgen. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich, wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns dann morgen Abend im Livestream wieder. Beziehungsweise heute Abend im Livestream, also Dienstag ist ja dann heute schon und habe ich ja total. Ich bin ja total außer Rand und Band. Ja, vergessen. Wir haben ja Dienstag, nicht morgen. Morgen ist ja Mittwoch. Also heute Abend 18.15 Uhr erst unsere kleine Farm. Danach der Livestream bei Twitch. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann sehen wir uns dann erst wieder am Freitagabend zum Livestream unserer kleinen Farm. Natürlich zwischendurch noch bis zu 24, dann mit dem kleinen Deutz, wie wir den weiter zusammenbauen. Ja, und dann sind wir fertig damit. Dann war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und jetzt wünsche ich euch frohe und besinnliche Weihnachtszeit noch. Bis dahin, euer Kolke.